Das erste Mal in der Geschichte des Tennisclubs Murten spielt das Team in der höchsten Liga der Schweiz. Das Frauenteam 30 Plus hat es geschafft. In der ersten Liga hat ihre Reise angefangen und seitdem hat sie nichts aufhalten. Diese Saison wird Nationalliga A-Tennis zu Murten gespielt. Ja, also wir haben ein super Gefühl natürlich. Wir haben überhaupt nicht erwartet, dass wir da im Eiltempo von der Erstliga starten, jedes Jahr aufkommen bis in die Nazi A jetzt. Es ist für uns eine super Ehre, um jetzt in dieser Liga zu spielen. Natürlich ist das Team rund um Nadia Leuenberger mit ihrem Erfolg auch ein schönes Aushängeschild für den Club. Dementsprechend freut es auch der Präsident Jonas Ebischer, dass sie ein Team haben, das ganz oben mitspielt. Also wir sind sicher stolz, haben wir so ein Team. Meines Wissens hat es, seit es den Tennisclub Murten gibt, jetzt etwa 75 Jahre nie ein Nazi-A-Team gegeben. Also es ist wirklich eine Premiere auf Murten, so ein höchstes Team zu haben. Und sicher eine coole Geschichte. Und es macht nicht nur mich als Präsident stolz, sondern ich denke auch alle Mitglieder, die dann auch noch zahlreich in die Heimspiele werden kommen. Aber was ist das Erfolgsrezept hinter dem Team, das Liga um Liga aufgeklettert ist? Die Vermutung liegt noch im Teamgeist und vor allem am Spass am Tennisspielen. Dass sie irgendwann in der Nationalliga anspielen, ist nämlich gar nicht so auf dem Plan gestanden. Wir haben uns im Fall seit Jahren immer nur das Ziel gesetzt, wir wollen Freude haben, wir wollen zusammen Tennis spielen, nach dem Tennis zusammen können, etwas Gutes essen, etwas Gutes trinken. Also der Spass war immer im Vordergrund. Und klar wollten wir jeden Match gewinnen, aber es ist nicht im Vordergrund gestanden. Und trotzdem hat es geklappt. Steigt mit der höheren Liga jetzt auch der Druck aufs Team? Es ist natürlich schön, dass jetzt eben nach 75 Jahren das erste Mal hier im Club Murten Nazi A gespielt wird. Es ist überhaupt kein Druck vorhanden. Wir freuen uns auf die Saison, wir machen unser Bestes. Wir wollen Freude haben auf dem Platz und wir hoffen nicht, dass da jemand uns einen Druck wird machen. Das Team und Nadia Leuenberger spielt Nationalliga A 30+. Der Präsident des Tennisclubs Murten ordnet ein, was das jetzt niveaumässig überhaupt bedeutet. Es ist noch relativ schwierig. In diesen Teams spielen sicher, würde ich sagen, Spielerinnen, die früher ein sehr gutes Niveau hatten. Es gibt ja die regionalen Kategorien und die N-Kategorien. Und relativ viele Spielerinnen auch noch in diesen Alterskategorien, 30+, 40+, waren früher mal besser klassiert. Unsere beste Spielerin ist Nadia Leuenberger, auch Captain von diesem Team. Die ist aktuell R2 klassiert, aber die hat früher auch eine bessere Klassierung gehabt. Während das erste Nationalliga-A-Team vom TC Murten sich auf die Saison vorbereitet, sind Nachwuchstalente aus dem Seebezirk schon in den Startlöchern. Gut, die Nachwuchsförderung haben wir seit dem letzten Jahr einen Tennisschuh vergeben. Das ist Tennis Avenir Bois. Das ist ein Tennisschuh, der vier Clubs operiert, mit einem Tennistrainer, der das professionell macht. Nach einem grossen Wachstum, würde ich jetzt sagen, so durch Covid und auch nach Covid, relativ viele neue Junioren gehabt. Und dann ist es einfach zu viel geworden, die ganze Organisation. Dann haben wir uns entschieden, das zu externalisieren. Und das war jetzt eben mit dieser Tennisschule im letzten Jahr, wo das angelaufen ist. Und dieses Jahr ist es jetzt noch am Wachsen, ein bisschen konsolidieren. Und das ist eine gute Entwicklung. Für das Frauen-30-Plus-Team gilt es in einer Woche schon ernst. Was das Spiel an sich angeht, so gibt es in dieser Saison zwar keine Änderungen, aber... Das Einzige, was sich verändert, ist, wir haben stärkere Gegnerinnen oder wir erwarten, dass wir stärkere Gegnerinnen haben, dass wir auf jeder Position wirklich eine Challenge haben. Und was sich auch noch verändert, ist, dass wir plötzlich Anfragen haben von Sponsoren, die gerne uns gerne unterstützen für die Saison. Ab Nazi B und abwärts hat es eigentlich niemand interessiert und jetzt plötzlich sind wir da super interessant und das freut uns natürlich. Klar ist, dass es auch in der höchsten Schweizer Liga weiterhin um einen Spass gehen soll. Also als Ziel haben wir uns wirklich gesetzt, wir wollen Spass haben, wir wollen einen guten Zusammenhalt haben, wir wollen einander unterstützen. Wenn wir gewinnen können, dann freuen wir uns. Wenn wir eine Runde verlieren, dann macht das absolut nichts. Daher, Spass steht im Vordergrund. Wir haben kein konkretes Ziel. Natürlich, so der Herzenswunsch wäre, dass wir bleiben in der Nazi A, dass wir auch noch mal eine zweite Chance haben, im nächsten Jahr in der gleichen Mannschaft zu spielen. In einer Woche startet die Saison schon. Und zwar sind die ersten zwei Spiele gerade zu Murten selber. Am Samstag, 4. Mai gegen Münzigen und eine Woche darauf, am 11. Mai, kommt das Team aus Martigny ins Seebezirk.